Mann, ist das laut hier. Ich bin hier nur an einer normalen vierspurigen Straße in der Innenstadt von Bremen. Und hier sind teilweise bis zu 90 Dezibel, wenn die Autos hier vorbeifahren. Wie ist denn das eigentlich? Meine, fahrt alle Elektroautos, haben sie gesagt. Dann wird es total leise, weil die machen ja keine Geräusche, haben sie gesagt. Das will ich doch mal testen. Ich habe mir dazu hochwissenschaftliches Messgerät besorgt, nämlich mein iPhone und eine Dezibel-Mess-App. Mir geht es jetzt mal darum, nicht die Dezibel wissenschaftlich genau zu bestimmen, sondern einfach mal die Lautstärke-Vergleiche von Elektroautos und Verbrennern, wenn sie an einem vorbeifahren oder wenn sie anfahren. Und zwar mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Das heißt, wird es in den Innenstädten wirklich leiser, wenn wir alle Elektroautos fahren? Mal abgesehen von der besseren Luft. Das erfahrt ihr gleich in diesem Video. Bleibt dran! Moin Moin, hier ist Jens Zippel vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einer meiner Zuschauer, Thomas N., hat in einem meiner letzten Videos doch angeregt, ich soll doch mal einen Test machen, was die Lautstärke angeht, und zwar die Außenlautstärke, nicht das Innengeräusch, von Elektrofahrzeugen versus Verbrennerfahrzeugen. Die Idee fand ich im Prinzip super, weil wir doch immer hören, ja, wenn alle Leute Elektroauto fahren, werden die Städte viel leiser. Und ob das wirklich der Fall ist, da bin ich immer schon so ein bisschen skeptisch gewesen. Natürlich an der Ampel, wenn die Autos stehen, dann machen sie keine Geräusche. Das stimmt aber eigentlich auch nicht, denn die Europäische Union hat ja ein Gesetz verabschiedet, nachdem alle Neuwagen ab Mitte diesen Jahres, die zugelassen werden, also Elektroautos, ein Fahrgeräusch machen müssen bis zu, ich glaube, 20 oder 30 km/h. Das heißt, die würden an den Ampeln und beim Anfahren Geräusche machen. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt ein paar Tests durchführen, und zwar mit unserer Zoe und unserem Tesla und dann noch einem Verbrenner, einer Mercedes B-Klasse. Wie das Außengeräusch beim Anfahren aus dem Stand ist und wie das Außengeräusch bei einer Vorbeifahrt mit 50 km/h ist. Ich bin hierzu aufs Land gefahren, auf eine sehr raue Betonpiste, mache den ersten Test. Der Untergrund hat natürlich nicht unwesentlichen Einfluss auf die Rollgeräusche. Und dann als zweiten Test fahre ich bei uns in die Stadt, in eine ruhige Nebenstraße, die mit einer schön glatten Asphaltdecke versehen ist. Und diese Werte können wir dann nachher mal vergleichen. Ich bin gespannt drauf. Okay, das Ergebnis der Messung für die Zoe beim Anfahren auf einer rauen Betonpiste sieht also folgendermaßen aus. Wir haben die Messung jeweils zweimal durchgeführt und dann einen Mittelwert gebildet. Dieser Average-Wert ist der Mittelwert über die gesamte Messung, der Minimalwert, das sind mehr oder weniger die Umgebungsgeräusche, und der Maximalwert, das ist der maximal erreichte Schallpegel von 67,7, und der interessiert uns, dieser Zahlenwert, mit dem vergleichen wir jetzt gleich die anderen Messungen. Auch hier haben wir die Messung wieder zweimal durchgeführt und wir sehen hier geringfügig leiseren Maximalpegel von 67,5. So, die Zoe ist mit 50 km/h vorbeigefahren und hatte einen maximalen Pegel von 79,7. Das ist natürlich deutlich lauter. Der Tesla mit 50 km/h Vorbeifahrt 82,0, also eigentlich messbar lauter als die Zoe, wenn auch nicht viel. Die B-Klasse bei der Anfahrt ist natürlich durch das Motorgeräusch wesentlich lauter als die Elektrofahrzeuge. Hier 79,2, das ist schon ordentlich. Bei der Vorbeifahrt ist die B-Klasse fast genauso laut wie beim Anfahren, also 80,4. Erstaunlicherweise leiser als der Tesla, aber das können auch Messungenauigkeiten sein. Okay, nach dem ersten Durchgang auf rauem Beton haben wir im Prinzip beim Anfahren
keinen großen Unterschied zwischen Zoe und Tesla. Der Tesla ist ein bisschen leiser gewesen. Das kann aber auch eine Schwankung im normalen Messbereich sein. Obwohl der Tesla eigentlich deutlich breitere Reifen hat. Der Tesla hat 245er Reifen, die Zoe hat 195er Reifen und die B-Klasse hat 205er Reifen. Alles Winterreifen. Die B-Klasse beim Anfahren ist erwartungsgemäß deutlich lauter, also um Längen lauter. Bei 50 km/h Vorbeifahrt ist es fast gleich auf, würde ich mal sagen. Also Zoe und B-Klasse, glaube ich, gibt es keinen Unterschied. Das sind Messungenauigkeiten. Tesla ist ein bisschen lauter und ich glaube, auf diesem rauen Beton ist das einzig wegen dieser breiten Reifen. Also das überrascht mich ein bisschen, aber so ist es nun mal. Tesla war der lauteste. Auf glatten Asphalt, die Zoe, sehr leise, 62,8. Auf glatten Asphalt, Zoe Vorbeifahrt mit 50 km/h, 77,7 maximaler Pegel. Und der Tesla, 67,5 bei der Anfahrt. Identische Werte wie auf rauem Beton. Das ist ja echt erstaunlich. Und der Tesla bei der 50 km/h Vorbeifahrt, 76,9. Bisschen leiser als auf rauem Beton, war eigentlich auch zu erwarten. B-Klasse Anfahrt auf glatten Asphalt, 72,4, bisschen leiser als auf rauen Beton. Allerdings stand ich mit dem Messgerät auch ein bisschen weiter weg. Und die B-Klasse bei der Vorbeifahrt wieder, 78,7, bisschen leiser als auf rauen Beton, aber auch nicht wahnsinnig großer Unterschied. Ja, auf dem glatten Asphalt sahen die Ergebnisse ein bisschen anders aus. Also da war es so, dass die Zoe tatsächlich die leiseste war. Teslas Werte waren genau gleich wie bei dem rauen Beton. Die B-Klasse war auch ein bisschen leiser, aber ich glaube, das lag eher daran, dass das Messgerät ein bisschen weiter weg von den Autos war als vorher auf dem rauen Beton. Jedenfalls, was aufgefallen ist, ist, dass die B-Klasse nicht so einen großen Unterschied gemacht hat zu vorher. Also der Asphalt scheint das doch deutlich abzuschwächen, die Rollgeräusche. Und bei 50 km/h, also da sehe ich eigentlich kaum einen Unterschied. Zoe, Tesla, B-Klasse, die liegen fast gleich auf. Das sind eigentlich Messungenauigkeiten. Ich würde mal sagen, alle drei sind bei 50 km/h Vorbeifahrt auf glattem Asphalt gleich laut. Ja, und das Fazit dieses Tests? Schwer zu sagen. Also der Test war natürlich nicht repräsentativ. Ich habe mit so einer App auf dem iPhone gemessen. Die ist natürlich nicht wahnsinnig genau. Was man feststellen konnte, die Messwerte waren halt, wenn ich gleich gemessen habe, identisch. Von daher kann man sie vergleichen. Auf rauem Beton erwartungsgemäß Rollgeräusche viel lauter, gerade bei 50 km/h Vorbeifahrt. Auf Asphalt Rollgeräusche niedriger und bei höheren Geschwindigkeiten, also ich würde mal sagen 50 km/h Stadtgeschwindigkeit, kein Unterschied. Also werden es auch die Elektrofahrzeuge in Zukunft in den Innenstädten nicht wirklich leiser machen. Das Einzige, was leiser sein wird, sind die Phasen, wo die alle vor den roten Ampeln stehen. Da sind halt keine Geräusche zu hören. Anfahrgeräusche sind auch etwas geringer auf glatten Asphalt, wie wir gesehen haben. Aber jetzt nicht um Größenordnungen geringer, sondern nur etwas geringer. Und die normale Lautstärke in der Innenstadt wird sich vermutlich mit massenhaft vielen Elektroautos in den Städten nicht deutlich verringern. Das ist zumindest meine Erkenntnis aus diesem Test. Und er war natürlich ein bisschen grob, also nichts Genaues und bitte nichts Wissenschaftliches. Aber ich fand es interessant, das mal zu messen. Und vielleicht hat es euch ja gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben.
Und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, dann schreibt sie gerne hier unter das Video. Ich versuche, so viel wie möglich zu beantworten. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.